Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Black. Randomizer Nasslor. Ich sage auch immer irgendwas Falsches bei der Begrüßung. In der letzten Folge haben wir hier diese Stadt erreicht, den Messias erneut bekämpft. Und ich durfte das Ganze zweimal machen. Wirklich 3 Sekunden nach Ende der letzten Aufnahme hat sich der Emulator ohne jeglichen Sinn gedacht: Warum laden wir mal nicht den letzten Save Point, der genau zu Beginn der letzten Folge lag? Ich habe das Ganze jetzt nochmal gespielt, ging zum Glück aufgrund der besseren Performance ohne Aufnahme deutlich schneller und ich habe die 2 geskippten Trainer besiegt, deswegen weiß ich gerade nicht, ob die Level jetzt alle genau gleich sind. Ich glaube aber an sich schon, Movesets sind auf jeden Fall gleich. Und jetzt gehen wir in die Arena. Ja. Viel gibt's nicht zu sagen. War halt ein bisschen nervig, lief aber besser, weil ich beim nochmal Spielen dann wirklich gar keinen Bock hatte und zurück zum Pokémon Center der Vorstadt gegangen bin. Ah, hier kann man Fossilien. Also ich habe wie... Wow, immer wenn ich auf dieses Skelett gucke, bin ich fasziniert. Willkommen, ich bin Haus, der Zweitdirektor. Ja, ich gebe dir eine Tour. Wer sagt dir, dass ich eine Tour will? Ich will gar keine Tour. Das ist ein Stein. Und das da ist auch ein Stein. Und das da ist auch ein Stein. Die Arena. Ja, die Arena-Leiterin ist übrigens meine Frau. Ja, schön für dich. Darf ich jetzt loslegen? Danke. Moin, Servus, Moin, hier ist eine Arena, gute Atmosphäre, ne? Friss. Digga, der Typ ist so fresh, der gibt mir fresh water. Alle Trainer benutzen hier eigentlich Normaltypen, aber... Ja, gut. Und man muss hier die Bücher lesen, dass die... Also es ist hier ein Rätsel, man muss immer ins richtige Buch gucken. Ja. Der Typ sagt, er ist stark, weil er den ganzen Tag nur liest und Pokémon trainiert. Mal gucken, wie stark er wirklich ist. Er wird entweder Zickzacks oder Legendary benutzen. Okay, Zickzacks-Level. Jetzt mal im Ernst, das könnte gut und gerne das Viech sein, das er im Original hatte. Was, 17? 17! Digga, ich bin nicht... Also, okay, na, okay, doch, Dünger, Marihuana sind gleich gelevelt, aber das ist ja auch nur der erste Trainer. Es wurde vorgewarnt über meinen, Trash-Lel. Ich kann ganz viel Trash reden. Das heißt wohl, es wird schön reinballern. Ja, so ungefähr. Ice Punch ist, eine Feuerattacke und deswegen auf mein Elektroknofenser neutral. Ich bin Wissenschaftler. Oh Gott, Alter, wie kann ich jetzt schon wieder so abgecrackt? Scheiße labern und gute Laune haben. Das ist jetzt gerade leicht unnötig, weil der Kampf eh rum ist. Auch ein Ziel in dieser Arena. Für die, die es vergessen haben. Level 21. Entwicklung für Knofenser. Da es sich nicht in seine normale Weiterentwicklung, sondern in irgendwas komplett Zufälliges entwickelt. Da könnte ein neues Legi rauskommen, Leute. Ja, das soll ich lesen, hat der Typ am Anfang gesagt. Ja. Evoli. Und da ist was. Pokémon-Trainers, ich bin Arena-Leiterin Lenora. Ich hab hier was versteckt. Kannst du die
Fragen beantworten. Die erste Frage, was ist das erste... Was ist denn das für eine Frage für eine Randomizer? Was ist denn da? Okay, es gibt trotzdem eigentlich keine Auswahl, weil wir haben ja in der mittleren Reihe. Entweder ohne Trainer oder mit. Was ist wohl das Richtige? Nein, definitiv nicht. Floink war nicht das erste Pokémon. Ja, das ist es tatsächlich, Lel. Als ob der Trainer kommt dann später. Ja, war einfach. Okay, Es könnte der Beschreibung gut Floink sein, aber Rauch aus dem Kopf? Ja, das ist es. Das stimmt. Das ist genau, wie eine Lokomotive aussieht. Und deswegen schlag ich dir jetzt auf die Fresse! Ja, die Leute hier sind gut gelaunt. Ich komme gut mit dem Rätsel klar, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich glaube, viele wären jetzt zu Floink gerannt bei der Beschreibung. Das ist Künstler Alex. Und wir haben Ferroweed. Eines der allerkrassesten Pokémon. Also ich finde es echt cool an sich, muss ich sagen. Aber ich habe gerade echt Angst wegen der Arenaleiterin, was für ein Level die bitte hat. Wäre cool, ich bezweifle es ehrlich gesagt, aber wäre halt schon cool, wenn sich Marihuana vorher noch entwickeln könnte. Treasure seid so stark. Alter, was? Der benutzt X-Defend. Willst du mich komplett im Viereck ranzen? Alter, was laber ich? Komm, auf die Fresse ein paar Mal. Keine Gnade, keine Schwäche zeigen, Alter. Das macht ja gar nichts. Nochmal. Einen Hit brauchst. Na, ey, komm. Ich dachte, das kann auch dreimal gehen. Aber offensichtlich nicht. Ey, nein, das Ding heilt sich. Du Ekel. Du ekelhafter Ekel. Und selbst getroffen. Warum glaube ich, dass Marihuana das Ding nicht down? Was? Digga, das Ding heilt sich jetzt aber nicht die ganze Zeit durchgehend, oder? Ey, das wär's, wenn's nichts anderes kann, außer heilen. Der Gott von Raum und Einrichtung wieder am Start, Leute. Ach nein, es kann noch seine Werte erhöhen. Oh, das ist gar kein Werte erhöhen. Ups. Das ist vermutlich irgendeine Special Attack von Mewtwo oder Deoxys oder so. Was denkst du? Oh, Special Attack auf Defense. Wait. Obwohl, nee, dann denke ich immer an eine Special Attack. Und das Problem an ihm ist ja auch die Heilung. Ja, klar. Könnte ein Fighting-Type sein. Wenn Unlicht nicht sehr effektiv ist, könnte es ein Fighting-Type sein. Oder anderer Unlicht-Type. Bei Fighting-Type hätte ich dann bei Dünger meinen Bone Club. Aber vorher würde ich mal testen, was
Stimmt, wenn es ein Fighting-Type ist, müsste das jedoch auch nicht sehr effektiv sein, ne? Okay, dann halt nicht. Okay, es heilt sich nicht. Aerial Ace wird nicht so stark sein. Ja, ist sogar sehr effektiv, wow. Komm, das muss reichen. Es darf sich nicht mehr heilen können. Wenn es sich nochmal heilt, muss ich los. Die Arena läuft gut. Jawohl! Crit! Der Pharaoh-Weed ist tot. Leel. Ikea kriegt Erfahrung und Marihuana kriegt... Das bringt halt nicht viel, leider. Ich bin krass, ich weiß, musst du mir nicht sagen. Ich soll das Buch wieder reintun, nachdem ich es gelesen habe. Ja, Lokomotiven. Und eine Memo. Ja, cool. Also, dritte Frage. Wenn du es in einem Topf aufwärmst, dann ist es krass. Es ist näher am Eingang als hier, somit muss es eigentlich das hier sein. Poffins. Boah, krass. Also von diesem Bücherregal gehst du zwei nach hinten, eins nach links, zwei nach vorne, eins nach rechts und eins zurück. Das war jetzt schwer, wenn man drauf geachtet hat. Das heißt, man soll einmal im Kreis laufen und dann eins nach hier. Außerdem ist das das letzte Regal, was wir noch nicht abgecheckt haben. Ja. Komm, gib mir fett Erfahrungspunkte. Marihuana braucht Level 21. Porsche. Draimon. Ey, ich wollte gerade schon sagen, hatten wir nicht neulich erst Analyst Webster? Ja, das war das Kackkind mit dem Regigigas. Und jetzt hast du einen Raikou. Was ist denn mit den? Also, wenn wir Schulkind Web, also Analyst Webster treffen, dann wissen wir, wir haben ein ganz, ganz, ganz dickes Problem. Weil die haben anscheinend gar keinen Bock. Was ist jetzt los? Save mal lieber. Okay, irgendwie ist es pausiert geworden. Danke. Was willst du? Nein, Konter. Okay, Marihuana ist raus. Das heißt, es gibt keine Erfahrungspunkte. Und ich kann es in der Arena nicht mehr nutzen. Scheiße. Das heißt, die Entwicklung muss warten. Dass das Ding Konter kann, macht's nicht angenehmer. Was ist denn das auch? Warum? Jetzt mal im Ernst, das ist das dritte Raikou, dem wir in diesem Projekt begegnen, oder? Eher gesagt, dem vierten. Drei als Gegner, eins hatte mal Charon in einem Duo-Kampf. Als Partner-Pokémon für uns. Und im Kampf direkt davor hat er es selber als Gegner für uns. Jetzt mal mein Raikou ist so oft hier. Was ist denn das? Biss. Ja, macht nicht viel. Das Viech ist raus. Aber was ist denn mit diesen... Jetzt mal mein, was ist mit diesen Kindern los?
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe einfach, Ikea kann regeln. Der braucht echt Level. Also nach der Entwicklung gebe ich vermutlich dem auch erstmal das Lucky Egg. Also nach der Entwicklung von Marihuana natürlich. Ikea wird sich nicht entwickeln. Das ist nicht das, womit ich gerechnet habe. Yo, Hurricane. Ist sehr effektiv. Oh, das aber auch. Ikea hat gedönert. Und kriegt dafür auch Level. Komm, wir schaffen heute die Arena und danach gehen wir auf eine Route wilde Pokémon farmen. Was ist mit diesen Schulkindern los? Willst du mich irgendwie flachsen? Das sind doch keine Schulkinder. Regigigas, Raikou, Keldeo, Giga, was? Die sind halt schon irgendwie leicht auf Crack. Mal ernst, was ist denn? Also, wir wissen jetzt, der wahre Nemesis ist Analyst Webster. Wenn wir dem begegnen, wissen wir, jetzt kommt ein krasser Kampf. Ah, das Ding ist schneller. Siedewasser dürfte das sein. Ja, von der Animation her relativ offensichtlich. Uff, dealt schon ein bisschen was. Vor allem Siedewasser ist eigentlich voll normal für Keldeo. Jawohl, oh, nun Crit. Wenn's jetzt nicht reicht, wäre das frustrierend. Hä, warum bin ich auf einmal schneller? Ah! Was ist das? Anscheinend was Steinhagelmäßiges. Uff, was sehr effektives Steinhagelmäßiges. Raus. Dünger holt. Das, jetzt mal im Ernst. Das, es ist meine Prüfung, zum Arenaleiter zu kommen. Yay! Mann, und all die Erfahrungspunkte, die es hier bei diesem Trainer gab. Die hätte Marihuana so gut brauchen können. Ja, entspann dich nächstes Mal ein bisschen. Lies das letzte Buch. Biology of Tepig, endlich mal ein gutes Buch. Ja, du bist schon krass. Klick. Das Bücherregal bewegt sich. Ganz, ganz schnell. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Das könnte nämlich offensichtlich noch dauern. Ja. Ah, wow, eine versteckte Treppe. Ich sollte nicht so gedamaged in den Kampf gehen, wie ich jetzt bin, auch wenn ich nicht so viele Items habe. Ah, stimmt, und ich musste mein Freshwater nicht nutzen. So, mach mal's. Ich schätze, dass die Arenaleiterin drei Pokémon haben wird
und ihr höchstes auf 16 ist. Oder 17, hier ist sie. Willkommen. Ich bin die Leiterin des Museums, Lenora. Ich bring dich um. Zweiter Arena-Leiterkampf. Und Marihuana ist raus und kriegt immer noch keine Erfahrung. Das ist so mies. Leo ist am Start, Leute. Zwei Pokémon. Oh, aber kein schwaches zu Beginn. Kein schwaches. 18! Und wenn das andere noch höher gelevelt ist, haben wir ein ganz dickes Problem. Wahrscheinlich kommt danach wieder Regigigas, ne? Ikea, versuch mit dem Ding zu dealen. Heatwave hätte ich auch so oder so benutzt, keine Angst. Kannst du ruhig wissen. Ich brenn dich nieder! Und warum genau hat die Vorwarnung jetzt da drauf gewirkt? Also, wir haben Unlicht ist nicht sehr effektiv. Gestein. Ist neutral. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Ich meine, es läuft ja nicht unbedingt schlecht. Vielleicht bin ich inzwischen sogar schneller. Jawohl. Es wird diesen Hit noch überleben und der nächste wird es dann töten. Das ist dein letzter Zug, nutze ihn. Halt überhaupt nicht. Okay, das... Hässlich! Das hat alles geheilt! Ganz hässlich! Ich switche. Kackviech, dir du mit dem Ding gar keinen Bock drauf. Kommt, ich will heute noch die Entwicklung von Marihuana, nicht Weed. Was macht das? Bruder, was ist das? Das sieht leicht OP aus. Jawohl, das sieht leicht OP aus. 4 Damage. Aber es senkt mein Speed, könnte mich outspeeden. Hier nimm mal einen Ice Punch. Okay, ich bin noch schneller. Und geh baden. Ruf mein Computer gar keinen Bock gerade. Nochmal dasselbe mit der endlosen Animation. Alles klar, hat sich einfach aufgehängt, jetzt läuft's. Alter! Das kann man sich nicht angucken, das weiß ich. B-
bringen wir die Scheiße hinter uns. Performance runterballern. Und Speed hoch, stirb dran. So. Das war natürlich die ganze Zeit sehr effektiv. Kackwicht kriegt noch ein Level ab, bevor es gegen das letzte Pokémon dieser Arena kämpft. Imprison braucht's nicht. Ikea kriegt schön Level. Traumfresser. Ich hab Sing drauf, also. Gesang und Traumfresser ist eine gute Kombo. Bisschen random, dass mein Palkia die in einer komplett Randomizer lernt, aber aha. Hygeraulon. Als Pokémon Super Mystery Dungeon Spieler weiß man das. 20! 20! Woo! Entspann dich, du Hässliches! Ja. Stirb schnell. Das ist nicht schnell. Geht das schneller? Wäre schön. Ja, das geht schneller. Hä? Ach, das lebt noch! Ich dachte, das wäre tot! Ich dachte, das wäre tot! Bruh! Jetzt aber! Nochmal Erfahrungspunkte, die Kackviech kein bisschen benötigt. Obwohl, wenn ich das so sehe, er ist ja nur ein bisschen über den Gegnern. Ich bin krass. So. Dann das Letzte, was wir für diese Folge machen. Wilde Pokémon farmen. Das mache ich aber offscreen dann und zeige euch die Entwicklung. Wir haben den Tetris-I-Stein erhalten. Voila. Da ist er. 2 von 8. Und ich bekomme... keine Ahnung, ich kenne die Attacke nicht, lel. Servus. Komm schnell, die katholische Kirche will was klauen. Was? Günther, komm auch. Ich muss aber hoffentlich jetzt nicht direkt in der Story weitermachen, sondern hab vorher noch die Möglichkeit, was anderes zu machen, oder? Ich werde heute noch mein Knuffenser entwickeln. Finde ich scheiße. Ja, wir nehmen den Drachenschädel. Im Namen der Befreiung der Pokémon. Und wir nehmen es einfach hier direkt vor deinen Augen mit, weil wir können's. Smokescreen, Motherfucker. Katholische Kirche. Ja, haben schon Bock, die Typen. Den Typen rechts juckt's nicht. Was los?
Ja, wir müssen sie verfolgen. Lass mich aus dem Spiel. Jetzt sag mir, was du willst, doch nicht der Heslon. Moin, Lenora, irgendwelche Judenfossilien gefunden? Oh, Überraschungsbesuch. Hast du wieder künstlerische Blockade? Günther, das ist Bug. Hier ist, er ist auch Arena leider. Ich will nur mal rumlaufen. Ist hier irgendwas los? Jemand hat einfach unser Scheiß geklaut. Oh, hi Günther, was macht jeder hier? Ich komm auch, weil's grad passt. Und die beiden sind deine Freunde? Nein. Okay, wir suchen, ich geh da lang. Ja, alle, ihr sollt am Museum bleiben, Bianca und Sharon Buff und Günther, ihr geht in den Pinwheel Forest. Ich will mich heilen. Du bist Günther, nicht? Ja, wir Schlangenlieben zusammen. Ah, hier ist eine Maschine. Was bringt die? Ja, kannst da versteckte Items finden. Also, wir müssen das Museum beschützen, nicht? Hey, wart jetzt doch mal! So, und ich würde mich jetzt gerne heilen und dazu übergehen, Marihuana zu entwickeln. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es soweit ist. Ich bin gerade am Trainieren und in dem dunkelgrünen Gras auf der Route hätte es einfach fucking Luxtra gegeben. Ich trainiere gerade damit, um noch teilweise mit Palkia zu trainieren, wenn man Doppelkampf kommt. Wir sehen uns gleich wieder, ihr seht, geht nicht so schnell voran, leider. Der Milotic hat sie auch gegeben. Und das Milotic reicht fürs Level Up. Sehr schön. Die Entwicklung müsste jetzt kommen, wenn alles richtig funktioniert. Komm, beten wir. Jawohl, komm, entwickel dich zu was Gutem. Unsere erste Entwicklung in diesem Projekt. In Zeitlupe. Da wird Knofensa dematerialisiert. Ein fetter Tornado entsteht. Komm, werd was Gutes. Was jetzt richtig toll wäre, wenn es ein Pokémon werden würde, das ich schon im Team habe. Komm, mach Ehre, mach Ehre. Was ist das? Ah, Igelava? Jawohl, cool. Das ist nice. Jetzt habe ich ein Igelava, das Marihuana heißt. Ehre. Igelava wird sich noch einmal entwickeln, wie wir alle wissen. Aber es ist echt cool. Also da will ich mich keinesfalls drüber beschweren. Wir gucken uns mal an, was ist jetzt ein Eiswassertypen. Attacken bleiben natürlich gleich. Und Airlock. Na dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit der Story weitergeht und wir einen neuen Encounter haben. Bis dann. Ciao.